Es geht weiter mit Age of Wonders 4. Schön, dass ihr dabei seid. Go bitte. Eine Runde weiter. Die Gegner ziehen hin und her. Ein Abkommen ist abgelaufen. Worum geht's? Ah, ein Flüsterstein ist zurückgekehrt. Irgendwo ist irgendjemand Vasall geworden. Oh, Hambinger hat schon seine Schlacht verloren. Der grüne Halbling hier. Das geht ja echt fix. Lisbeth Schmidt lobt uns. Alles okay. Ein Flüsterstein zurück. Ah, weil wir hier auf der höchsten Vasallenstufe sind. Deshalb ist er zurückgekehrt. Wir könnten die Stadt integrieren, dann bekämen wir nicht mehr die 5 Imperiumspunkte, aber doppelt so viel Mana, Gold und Wissenschaft, wie da in der Ecke steht. 50% bekommen wir gerade, aber das können wir auch so lassen hier. Finde ich alles. Ist so okay. Saat der Natur, hier vorne errichtet. Wir wurden beschuldigt. Von Hambinger? Nein. Ich hatte ja gerade überlegt, ob wir den angreifen wollen, aber er hat uns noch keinen Grund dafür geliefert. Grüße an Catwalker. Danke fürs erste Abo. Hi Catwalker. Also das ist doch ein Grund. Wir würden ihn verraten, ja, weil wir mit seinem Kriegsgegner. So sieht jemand aus, der in der Leere unterwegs ist, der gerade getötet worden ist und zurückkehren möchte. Wir bekommen einen Beziehungsabzug für alle Karriereherrscher, die und... Wir haben halt ein Bündnis, ein Zauberbündnis mit seinem Kriegspartner. Gelegenheit ist günstig. Wir haben einen zurückbekommen. Einen Flüsterstein. Den setzen wir mal hier ein. Nee, hier sind wir sehr zufrieden. Könnten wir hier, glaube ich, einsetzen. In Waldweide. Das steigert ein kleines bisschen die Stadtstabilität. Wir können schon wieder einen Lichtbringer machen. Sehr cool. Dann zaubern wir den mal hier rein, bitte. Sehr schön. Mana ist ja da. Können wir uns leisten. 1,5 haben wir jetzt in Summe. Wir könnten uns noch einen hinzu, obwohl 1,5 gegen die, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Können wir denken, nicht ganz so schissig. Wir machen noch einen Lichtbringer gleich auf Vorrat, aber erstmal greifen wir einmal hier gepflegt an, bitte. Mit Zaubererlaubnis aber. Ja, alle heil durchgebracht, alles gut. Und zurück und noch einmal heilen. Das ist ein 600er, den kriegen wir nachher auch noch. Heilen. Hier heilen wir etwas schneller. Level up für einen unserer Helden, sehr schön. Für Orvus Eckert. Wir wollen die Armee wieder verbessern. Können ihm auch mehr Trefferpunkte geben. Rudelführer? Nee, das bringt's alles nicht. Klarer Blick. In seiner Gruppe haben wir noch keinen, der den klaren Blick hatte, der getarnte Einheiten erkennt. Obwohl, wir brauchen im Augenblick dringend, irgendwas, was ihn vor Ort und seine Armee bufft. Ist das der, der die Lichtbringer alle in seiner Armee hat hier? Eine nur. Und Lichtbringer sind Fernkampfeinheiten. Dann könnten wir von. Ja, aber das ist zu viel Micromanagement. Wir könnten ihm sagen, hier mehr Fernkampf, Treffsicherheit und so weiter, aber das ist irgendwie Quark.
Oh, alle haben mehr Verteidigung. Das machen wir. Noch bitte einmal einen Lichtbringer. Neue Forschung ist möglich. Lasten der Schuld. Können wir eine Feindarmee schwächen. Nächste Forschung. Konvent. Ein Gebäude pro Level, Stadtstabilität, mehr Mana und mal Wissen geht schön schnell. Das ist alle unsere Einheiten. Wir haben ja viel Mana, aber keine hochstufigen Einheiten. Damit könnten wir die physischen Einheiten verzaubern, die wir haben, dass die eine einschüchternde Aura geben und ihre Feinde verlieren Moral. Das wäre eine coole Geschichte. Ah, Stadt belagern, Bevölkerung verlieren und wir bekommen Bevölkerung dazu. Wollten wir auch machen. Können wir beides machen. Also das macht uns stärker für alle Kämpfe. Das hilft uns kurzfristig mehr hier. Einmal weiter bauen, bitte. Westpracht weit oben hat kaum Verteidigung. Sagen wir mal, oh, deutlich mehr Produktion. Ein Steinmetz erstmal. Taverne in Schimmerwald. Leute sind zufriedener. Und wir können auch noch eins uns dazu holen. Noch mehr Produktion durch ein Steinmetz. Noch mehr Nahrung durch die Gutshalle. 30 mehr. Das hilft sehr. Und wir haben einen Steinbruch. Drei Förstereien, zwei Farmen. Dann bauen wir noch einen weiteren Steinbruch. Und zwar hier die Lücke füllen. Da kann man den hinsetzen. Wir können auch hier die Lücke füllen. Wie wir wollen. Vollkommen egal. Was ist denn das da? Ah ne, das ist eine Modernisierung. Füllen wir mal die Lücke hier oben. Jetzt sollten wir hier noch einmal angreifen, bitte. Das ist der Schwächere, das ist der Stärkere. Dann greifen wir einmal hier an. Zu neuem Nichtleben erwacht. Ach, die haben Angst vor uns. Wir erlösen sie mit Magie. Wir ertrinken in Mana. Machen wir gute Tat, wir werden immer besser. Wir sind ja auch anständige Kreaturen. Wir Bullwürfe. Die Armee löst sich von alleine auf. Jetzt können wir hier vorne hin und können in derselben Runde nochmal angreifen. Ja, diesmal zaubern bitte. Keine Verluste? Wunderbar, alles gut. Und Gold bekommen wir auch noch. Und eine Belohnung. Eine Krone. Ist doch für Blinzel genau das Richtige. Hat er eine Krone? Blinzel. Trägt einen Helm, der ihm mehr Verteidigung gibt. Also eine Krone ist schon cool, ne? Er braucht eine Krone. Er bekommt eine Krone und den Helm geben wir jemand anderem. Er braucht eine Krone. Und den Helm geben wir stattdessen einem der Leute hier oben, die Probleme haben, sich durchzusetzen hier. Hat schon einen Helm, ein Visier. Der Kröterich. Kröterich bekommt einen Helm. Wunderbar, das hat geklappt. Was bauen wir sonst noch wo? Eine weitere Provinz? Ja. Und hier oben haben wir doch gerade gesichert. Wunderbar. Noch mehr Wissen, ein Forschungsposten hier. Da hinten eine Mine. Oder wollten wir das Minengebäude? Nee, das wollten wir woanders bauen. Wir könnten hier, wir haben nur zwei Farmen. Aber sehr viel Nahrung. Ach, hier unten. Das kleben wir. Damit die uns hier unten das nicht wegnehmen. Ja, einen Forschungsposten bauen. Noch mehr Forschung, bitte. Ein Level up. Für Tanok Alchemar.
Der Helm sei für den Nahkampf gut. Frosch hatte eine Magiekugel. Ich kann es mir gern gleich nochmal angucken. Alle sind stärker oder alle sind... Also alle sind defensiv stärker oder alle sind Kampf... Mehr Angriff stärker. Wir machen einen Beginn auf Angriff stärker hier. So, und dann hieß es eben, beim Frosch sei das gar nicht so cool. Nehmen wir den Frosch mal testweise. Die Krone wieder weg. Den Helm wieder weg. Und wie sieht das denn bei dem Kollegen aus? Der hat Nahkampf. Ein Helm dafür. Danke an Zaruala für den Hinweis. So, die haben alle angegriffen. Jetzt ist das nächste Ziel, Leute. Oh, eine Plage auslöschen. Eine Silberplage. Also es wäre nicht schlecht, sonst kommen da immer wieder Leute rüber. Aber wir wollen ja eigentlich Städte einnehmen. Was haltet ihr davon? Das ist das nächstgelegene. Der ist gerade geschwächt. Er ist in der Leere. Er muss Truppen verloren haben. Da marschieren wir runter, Leute. Ja? Okay? Da geht's runter. Der Orvus, achso, Level 5 haben wir noch nicht gemacht. Bei Orvus, schauen wir uns mal an. Ach, die übersehe ich so schnell hier. Unser Blinzel kann die Stufe 10 sich holen mittlerweile. Sehr cool. Untote beschwören als Blinzel Kerzenschein. 3 zu, ja, 3 weitere Einheiten, die mitkämpfen. Aber er hat ja schon ein Spinnenei, mit dem er eine kleine Spinne machen kann, die aber ziemlich lame ist. Dann hätte er einen weiteren Zauber. Verbündete Einheiten bekommen. Das macht er eh nicht. Ein Tierbeschwören zum Start. Stufe 3, das hilft. Ja, dass er ein Tier beschwören soll, bekommt er hier. Der ist schon entsprechend geskillt von uns. Es geht um die Sondergeschichten hier links oben. Entschuldigung. Die Sondergeschichten hier links oben. Ja, eine Fähigkeit für Orvus Eckert, der gut ist beim Nahkampf. Ne? Orvus Eckert ist ein guter Nahkämpfer. Alle 3 Runden, dass ganz viele Einheiten um ihn herum heilen, obwohl er ist so ein cooler Kämpfer. Feindliche Einheiten um ihn herum bekommen eine Runde lang, dass sie nicht treffen können. Also da kann man ja nichts gegen machen, ne? Statt anzugreifen, alle anderen leiden lassen, falls man mal in der Not ist. Ja? Dann können wir ihn noch einmal inspizieren. Alles okay. Und den 5. und letzten bitte auch nochmal. Lady Quark. Alles okay. Und wieder raus. So. Wir ziehen zurück. Ah ne, das ist der Scout, mit dem wir einfach hier oben mal rum und die Feinde ausspähen wollten. Wir treffen eine neue freie Stadt. Sie hat aber schon in Suzerän, nämlich Lisbeth Schmidt. Das ist für uns vollkommen egal. Und einmal nach oben hin, bitte. Nach oben, nach links. Ich würde gerne zu den Halblingen. Wir brauchen einen Scout bei den Halblingen. Der schnellste Weg zurück führt vielleicht oben sogar lang.
Aber in unserem Territorium kommen wir auch flink unterwegs mit den Straßen. Und eine Runde weiter. Also wir nutzen wahrscheinlich die Gunst der Stunde. Die Halblinge kennen nur uns und ihre Kriegsgegner, unsere guten Freunde hier. Um die Halblinge zu überfallen, da müssen wir ein paar Kriegsgründe finden. Und 5 Städte haben wir. Dann den Außenposten hier lösen wir wahrscheinlich auf, aber vorher machen wir hier alle tot. Dann können wir den Truppen runterziehen, Feindstadt angreifen und mit denen auch, ja. Dann geht es hier unten hin und dann sammeln wir hier mal Städte ein. Das ist der Plan. Wir brauchen dringend hochstufige Einheiten, das ist schwierig. Und dann wollen wir einen Forschungssieg holen und müssen gucken, dass wir noch bei der Wissenschaft noch weiter raufkommen. Sollte aber eigentlich klappen.